Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Fatke. Ich bin der orthopädische Schuhmacher des Greenfeed Einlegesohlen Shops und ich möchte uns heute präsentieren in unserer ersten Sendung, die wir hier für unsere Kunden, für unsere Produkte präsentieren. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen und Hallo. Heute haben wir ein spezielles Thema. Passend zum Wetter hier im Dezember können wir natürlich das Thema Wintereinlegesohlen noch mal intensiv angehen und betrachten. Wir hatten vor einiger Zeit eine kleine Sendung gemacht zum Thema flache Wintereinlegesohlen und unsere jeweiligen Top-Variationen dazu. Heute möchte ich Ihnen die orthopädischen Varianten näher bringen, die wir sowohl von Greenfeed als auch von anderen Herstellern haben. Und unsere Top-Varianten möchte ich Ihnen einmal auf den Weg bringen. Hierzu haben wir in dieser Sendung einfach einige Sohlen dabei. Und hier aus unserem Studio, unserem Greenfeed-Studio, möchte ich Ihnen das Ganze präsentieren. Gerne auch ein paar Kundenmeinungen hierzu vorlesen, damit Sie ein Bild machen können, damit Sie sich ein Bild machen können, was Sie mit welcher Sohle zu Ihrem Zweck benötigen oder zu Ihrem Zweck brauchen. Also wenn Sie spezielle Schuhe haben, welche eignen sich für Ihre Schuhe besser, welche nicht. Dazu können Sie gerne Fragen unter diesem Video stellen. Wir beantworten diese zeitnah in unserem Kontaktformular. Auch jederzeit stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Ich selber als orthopädischer Schuhmacher werde hier sicherlich eine Lösung finden, damit wir Ihnen vernünftige, warme, trockene und gut geschützte Füße in diesem Winter präsentieren können. Wir fangen erstmal mit den Markenprodukten unserer zusätzlichen Hersteller an, die wir neben Greenfeed führen, weil diese einfach auch Top-Qualität liefern und auch hervorragende Einlegesohlen bringen. Starten wir gleich einmal mit einem Bestseller, den wir jetzt wirklich jahrelang schon verkaufen, die PEDAC Viva Wintereinlegesohle. Wirklich ein qualitativ extrem hochwertiges Produkt, sehr langlebig, also auch ziemlich sicher mehrere Winter tragbar. Das Wichtigste an einer Wintersohle ist natürlich Bodenkälte abhalten, Körperwärme speichern und wie gesagt, heute geht es um die orthopädischen Varianten und deswegen haben wir an dieser Stelle einfach die Sohlen mit der orthopädischen Unterstützung dabei. Die Viva Winter von PEDAC ist nicht sehr ausgeprägt von der orthopädischen Unterstützung, dennoch gehört sie dazu. Sie hat eine sinnvolle Senkfußunterstützung, die in diesem Bereich eben ihr Gewölbe unterstützt. Gleichzeitig eine kleine Pilotte. Man kann es so etwas erkennen, dass hier wirklich eine Erhöhung in diesem Bereich vorhanden ist, die den Spreizus etwas unterstützt. Das heißt, wenn das Quergewölbe im Verlauf des Tages durch Ermüdung der Muskulatur herunterkommt, können wir diese wirklich mit der Pilotte etwas abfangen oder die Firma PEDAC kann es abfangen. Gleichzeitig ist diese komfortabel dank des Fersenpolsters. Sie können wirklich bequem auftreten und haben eben hier eine gute Polsterwirkung im Fersenbereich. Der Rest wird natürlich von dieser gesteppten Lammwolle gut gehalten und gestützt. Das macht das Ganze auch sehr bequem und vor allem eben warm. Das ist natürlich die Hauptsache. PEDAC verwendet hier eine Aluminium-Kunststoff, der eben dafür sorgt, dass die Bodenkälte durch diese Einlegesohle nicht durchkommt, sondern isoliert. Die Bodenkälte wird isoliert, kommt nicht durch die Einlegesohle und oben wird in der gesteppten Wolle natürlich sehr schön die Körperwärme gespeichert. Das ist im Grunde das Grundprinzip aller Einlegesohlen. Hier eignet es sich natürlich auch am besten, wenn Sie einen Schuh haben, einfach die vorhandene Decksohle herausnehmen und diese einfach einlegen. Und dann haben Sie hier einfach in kürzester Zeit eine Wintereinlegesohle mit warmen Schuhen, auch in Sneakern oder engeren Lederschuhen. Es ist jetzt derzeit noch nicht so rasend kalt, aber wir können einfach hier sehr gut das Ganze unterstützen. So, als nächstes zu einer meines Erachtens wärmeren Variante, und zwar der Sunbeat Fire von der Firma Spannritt, auch wie PEDAC made in Germany, wie alle Winterprodukte, die wir heute präsentieren, alle Sohlen, die wir haben von Greenfeed, PEDAC
spannend wird, sind deutsche Firmen. Wir versuchen es zu vermeiden, auf chinesische Fabrikate, das vermeiden wir komplett, zurückzugreifen. Das hat nicht nur die Gründe des Transportweges, der natürlich sehr viel kürzer ist, sondern wir möchten einfach auch hier die deutsche Wertarbeit schätzen, da wir auch als Deutsche das gerne unterstützen wollen. Kommen wir jetzt nun zu der Summit Fire. Sie sehen, das ist eine Schaumsohle, die wirklich ein ziemliches Niveau hat. Im Vergleich zur PEDAG ist sie circa gleich dick. Nur haben wir hier mit dem Hohlfaserfilz natürlich etwas mehr Speicherfläche. Ja. Dieser Filz speichert einfach die Körperwärme sehr schön. Integriert in dem Schaum. Schaum an sich ist ein gutes Isolierungsmaterial, weil einfach die ganzen Lufteinschlüsse in dem Schaum, wie in der Kleidung, in der Zwiebeltechnik, wenn man mehr Kleidung anzieht, hat man Luftschichten dazwischen, die dafür sorgen, dass praktisch die Wärme nicht entweichen kann, sondern sie isoliert sich selber. Die Luft bleibt Schicht für Schicht wärmer zum Fuß hin. Und genauso machen wir es mit den Schaumwändigen so, und die ganzen Lufteinschlüsse sorgen dafür, dass die Körperwärme nicht durchdringt, sondern gespeichert wird und dann wieder an den Körper abgegeben wird, wenn Bedarf ist. Die Sohle verfügt auch hier über ein schönes Längsgewölbe. Gleichzeitig hier wieder eine leichte Pilotte, die ist sogar etwas deutlicher ausgeprägt als die von der PEDAG-Variante. Und eine leichte Fersenschale sorgt dafür, dass der Fuß gut hält. Und ansonsten haben wir ein schön weiches Gefühl, sie ist flexibel. Und auch hier können Sie einfach wieder die Sohle in den Schuh einlegen, die andere Sohle herausnehmen. Und am Ende haben Sie eine tolle Wintereinlegesohle mit Pilotte, sodass Sie wirklich bequem eine warme Füße haben. Sie ist durch den Schaum weicher als die PEDAG-Variante. Die Stützfunktion der Senkfußunterstützung will ich jetzt als geringer betrachten, was die PEDAG betrifft. Gut. Soweit unsere anderen Marken. Kommen wir nun zu den Green Feet Einlegesohlen. Auch hier haben wir sehr orthopädische Varianten natürlich. Green Feet steht für Handmade in Germany, nach Hauen Erfahrung und geprüfte Materialien. Starten wir auch gleich mit dieser Sohle, die jetzt nicht direkt eine Wintersohle ist, sondern eine Alltagssohle, mit die Sie das ganze Jahr übertragen können. Und zwar handelt es sich hier um die normale Greenfeed Schuheinlage in der 5 mm Variante. Dank eines Mikrofasers auf der Decksohlenoberseite, ja, haben wir hier einen absolut trockenen Fuß. Das heißt, Sie werden mit dieser Sohle keine Probleme haben, was Fußschweiß oder so betrifft. Sie haben einfach eine hochorthopädische Einlegesohle, die eben einen ausgeprägten Bogen hat. Die Variante ist Neutral Arch. Wir können diese Einlegesohle in 3 Varianten liefern. Es gibt noch eine flache Variante Low und dann nochmal mit einem höheren Gewölbebogen. Das wäre dann die High Arch. Zum Thema Winter aber natürlich, der Korkboden ist ein ganz toll isolierendes Material, speziell für den Winter auch gut geeignet, da wir einfach an der Stelle die Bodenkälte dank des Korks vom Fuß fernhalten können. Er isoliert ähnlich wie der Schaum oder die Aluminium, nur auf natürliche Art und Weise natürlich die Bodenkälte weg. Das heißt, wir haben eine tolle Sohle, mit der Sie nicht super warme Füße bekommen, aber auf jeden Fall gute Isolierung haben gegenüber Bodenkälte, eine hervorragende Unterstützung im Senk- und Spreizfußbereich. Denn auch hier sehen Sie ganz deutlich diese Pilotte. Das können wir auch gerne mal nochmal die Winter von PEDAG daneben halten. Da sehen Sie keinen Unterschied. Ja, unsere ist einfach, vielleicht sieht man es so ganz gut, sehr viel ausgeprägter in diesem Bereich. Das führt dazu, dass diese Pilotte hier den Spreiz sozusagen viel besser unterstützen kann. Wie gesagt, das Längsgewölbe ist ausgeprägter. Der Kork isoliert. Gleichzeitig haben wir nochmal eine Schaumzwischenschicht, die praktisch wie die Fire einfach den Bereich nochmal isolieren kann und die Körperwärme auch speichern kann. Trotzdem haben Sie keine Befürchtung, jetzt bei 6, 7 Grad Außentemperatur hier große Schweißfüße zu bekommen. Der Vorteil der so Decksohle ist einfach sehr gut, die Feuchtigkeit aufnehmbar ist und deswegen haben Sie hier keinen Stress und auf jeden Fall auch trockene Füße. So, als nächstes
kommen wir zu einer Schaumsohle von Greenfeed, die ganz, ganz viel jetzt mittlerweile im Begriff ist. Das ist unsere Topseller-Sohle, auch eine Ganzjahressohle, bedingt durch die Schaumfähigkeit, durch den Schaum an sich, können wir mit der Maximum Support von Greenfeed eben auch den Fuß sehr schön wärmen, ja, ohne dass diese zu stark schwitzt. Das haben wir auch in einer neuen Kundenbewertung erstens erfahren. Ich kann Ihnen gerne noch einmal präsentieren und vorlesen. Die Sohle ist, was die orthopädische Unterstützung und gerade die Fersensporenentlastung betrifft, unübertroffen. Wir haben eine extrem leichte Anlegesohle, die dank des Schaums wirklich ganz hervorragend die Füße isoliert gegenüber die Bodenkälte, gleichzeitig aber nicht für Fußschweißfüße sorgt, denn wir einfach an dieser Stelle die Decksohlenmaterial wieder dafür sorgen kann, dass sie einfach hier keine Schweißfüße haben, da die Materialien das einfach sehr gut speichert. Ich möchte Ihnen ganz kurz ein paar Kundenbewertungen zu der Sohle vorlesen. Das hilft einfach Ihnen an der Stelle sehr schön. Mal, warum ist die Sohle so gut? Gerne auch nochmal zu den anderen Sohlen, ganz kurz, bevor wir zu unserem eigentlichen Wintereinlegesohle kommen von Greenfeed. Dann könnte ich Ihnen das kurz mal präsentieren. Also es handelt sich um die Greenfeed Maximum Support Wintereinlegesohle. Wobei Winter jetzt nicht ganz stimmt. Es ist die normale Greenfeed. Und hier ist es die letzte Bewertung, die heute am 11.12. von einer Frau Tanja Knappe eingetroffen ist. Sie schreibt, schon die Beratung durch Greenfeed war super, also gekauft und auch mit Fersensporen muss man ja laufen können. Die Sohle fällt schmal aus und passt daher wie alle meine Alltagsschuhe ohne zuzuschneiden. Sie ist sehr weich und den Fersensporen super zum Laufen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass sie jetzt im Winter auch von unten her Wärme gibt. Das Wärme, das ist tatsächlich die Wärme von der Dame selber, die praktisch in der Sohle gespeichert wird. Wir haben ja auch hier so ein leichtes Textilvlies obendrauf. Erste Linie dazu da, um die Fußfeuchtigkeit zu speichern. Aber dank der Bewegung, dass man einfach schmerzfrei laufen kann, das ist einfach ein Problem, das mit dem Fersensporn. Man kann aber mit der Sohle einfach schmerzfrei laufen und daher bewegen sie sich mehr. Wenn sie sich mehr bewegen, erzeugen sie mehr Körperwärme. Diese Körperwärme wird von dieser Einlegesohle einfach gespeichert. Das heißt, mit der Einlegesohle haben wir einfach eine super Unterstützung. Sie sehen hier auch ganz doll, ganz deutlich die Fersensporenentlastung. Das ist die Ausbarung der Basis 5. Hier können wir die Sehnenansätze entlasten. Hier ist die Tieferlegung des Fersensporns und ein Fersenpolster, damit sie bequem auftreten. Sie entlasten ihre Füße hervorragend. Und auch hier gilt einfach wieder Decksohle herausnehmen, Einlegesohle in den Schuh einlegen. Und schon ist aus Ihrem normalen Schuh ein orthopädischer Schuh geworden, der eben Senk- und Spreizfüße unterstützt und in dieser Jahreszeit Ihre Füße auch dahingehend wärmt, dass sie sich nicht zu stark auskühlen. So, Greenfeed wäre nicht Greenfeed und ich wäre auch kein orthopädischer Schuhmacher, wenn ich nicht unsere Kundenwünsche beachten würde. Und deswegen gibt es auch von Greenfeed eine richtig warme orthopädische Wintereinlegesohle, und zwar unsere Greenfeed Winter. Ein hell gehalten, aber auch hier können Sie sofort erkennen, dass wir einfach hier in diesem Bereich eine sehr hohe Spreizungsunterstützung hat. Die Sohle hat natürlich mit dem Kork, den wir klassisch verwenden für diese Materialien und für unsere Einlegesohle an sich, die Isolierung gegenüber die Bodenkälte, das heißt die Bodenkälte kommt nicht durch. Dieses schöne Filz, das etwas fester ist, das lässt sich nicht so leicht durchtreten wie ein Lammwolle oder andere Materialien oder dieser Hohlfaserfilz, der einfach nach kurzem Tragen schon ziemlich runtergetreten ist. Das Material ist einfach etwas fester. Wir haben auch noch ein kleines Fersenpolster eingebaut, was eben dafür sorgt, dass sie bequem, einfach bequemer auftreten können, weil die Winterschuhe doch in der Regel oftmals auch recht feste Sohlen haben. Liegt an der Gummimischung, damit sie nicht so rutschen. Genau, und dank der Pilotte und der Senkfußunterstützung haben Sie mit dieser Einlegesohle richtig tolle warme Füße. Wir haben keine Bodenkälte, die an den Fuß kommt.
ihre eigene Körperwärme wird lange gespeichert. Das heißt, wenn sie auch wirklich lange auf dem Christkindlesmarkt stehen und hier eine Stunde lang ihren Glühwein genießen, dann haben sie auch nach einer Stunde, auch von mir aus nach zwei Stunden, immer noch warme Füße, denn sie speichert ihre Körperwärme und dank dieser Einlegesohle haben sie gut unterstützte Füße. Jetzt beim Langstehen stehen sie bequem dank dem Fersenpolster und sie haben einfach eine gute orthopädische Unterstützung. Das heißt, wenn sie laufen, kommen sie gut klar. Wenn ich Ihnen also empfehlen darf, Sie haben Probleme mit Ihren Füßen, haben Senk- und Spreizfüße, dann unterstützen Sie Ihre Füße einfach. Helfen Sie ihnen im Alltag, damit sie einfach an dieser Stelle wirklich entspannt durchs Leben gehen, in der Arbeit stehen oder gehen und natürlich gemütlich auf dem Christkindlesmarkt ohne Fußprobleme, Fußschmerzen laufen können. Dann wäre die Greenfeed Winter die richtige Wahl für Sie. Die finden Sie bei uns auf der Webseite einlagen-shop.com in der Kategorie Einlegesohlen für Winter. Das wären die Wintereinlegesohlen an sich. Und auch hier haben wir schon einige schöne Bewertungen mittlerweile für die Sohle gesammeln können. Sie müssen wissen, unsere Greenfeed Bewertungen, wir machen das seit 10 Jahren. Wir haben jetzt keine 20.000, 40.000 Bewertungen, da wir wirklich kontinuierlich von unseren Kunden einfach Bewertungen bekommen. Wir fragen auch nur dezent nach. Daher ist da nicht so viel an Bewertungen vorhanden, aber es sind echte, 100% authentische Bewertungen. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, was hier zu der Sohle geschrieben wird. Die Greenfeed Winterlang orthopädisch mit Fersenpolster. Übrigens 28,95 können wir eben, wenn Sie zwei kaufen, nochmal 5% Rabatt geben. Das bekommen Sie automatisch im Warenkorb. Ansonsten haben Sie einfach zum Beispiel eine Newsletter-Anmeldung, bekommen Sie auch 5% nochmal extra Rabatt, wenn Sie dann sich für den Newsletter anmelden bei uns. Ansonsten ist es auf jeden Fall portofrei. Schauen wir kurz mal in die Bewertung rein. Wunderbare orthopädische Wintereinlegesohlen. Vom letzten Jahr ist diese Bewertung. Diese Einlagen sind einfach wunderbar. Ich bin begeistert, schreibt der Kunde. Die Qualität ist ganz hervorragend, auch der Laufkomfort fantastisch. Die Einlegesohlen sind wirklich sehr angenehm beim Laufen. Außerdem halten diese Füße auch so schön warm im Winter. Man merkt die jahrelange orthopädische Erfahrung des Entwicklers. Oh, vielen Dank, das war ich. Dieser Sohle, ich habe mehrere verschiedene Einlegesohlen von Greenfeed erworben und bin mit allen sehr zufrieden. Ich bin sehr froh, dass diese gefunden haben. Meine Fußbeschwerden haben sich schon nach kurzer Zeit gebessert. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Entwickler. Leider anonym. Dann die nächste Einlegesohle, die nächste Bewertung zu unserer Greenfeed Winter lautet: Diese Einlagen sind einfach wunderbar. Ich bin begeistert. Die Qualität ist hervorragend. Das klingt eigentlich wie eine ähnliche Bewertung. Ja, also im Großen und Ganzen ist die Bewertung, die wir für diese Sohle haben, sehr gut. Wie gesagt, die Sohle ist nicht ganz so weich wie andere, bedingt aber dadurch, dass sie das Material eben für die komplette Körperspeicherung braucht. Ja, so haben wir es. Zweite Sohle waren die Maximum Support, hat man schon eine Bewertung zur Hand. Ansonsten bleibt mir jetzt noch viel zu sagen, dass wir Ihnen dieses Jahr, für den Rest dieses Jahres, wir haben heute den 11.12., möchten wir Ihnen in zwei Wochen schöne Weihnachten wünschen. Wir hoffen, Sie können auch den einen oder anderen vielleicht mit einigen Sohlen ein gutes Geschenk machen, ein tolles Geschenk machen, damit wir hier für Sie und Ihre Kollegen, Verwandten, Bekannten warme Füße, gut gestützte Füße bringen. Und wir möchten Sie an dieser Stelle auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, auch wenn wir vielleicht noch eine Sendung zu einem anderen Thema herausbringen. Nochmal, das Fersensporn-Thema scheint sehr interessiert an den Leuten, bei den Leuten zu sein. Ansonsten, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Antworten brauchen, wenn Sie irgendwelche Probleme haben, sei es orthopädisch oder mit irgendwelchen Schuhen, melden Sie sich einfach über unser Kontaktformular. Das finden Sie bei uns auf der Seite ganz oben. Einfach unter Kontakt gehen. Im Newsletter informieren wir Sie einmal im Monat auch über die neuesten Sachen, thematisch und saisonal. Ansonsten bleibt mir nur noch einen guten Rutsch, schöne Weihnachten und auf Wiedersehen zu sagen. Wiedersehen.